Ja, hier ist wieder ein Video zum Thema Myxomatose. Wir suchen mittlerweile 2 bis 3 Mal am Tag hier diese Region ab, zwischen ja, grob Siegstraße, Rheinstraße, hinten an der Gesamtschule Bocholt vorbei, an dem Sportplatz. Da fange ich jetzt an. Hund habe ich dabei. Wie gesagt, die Myxomatose ist für Mensch und Hund etc. ungefährlich. Wir suchen hier regelmäßig nach Kadavern oder Tiere, die im Endstadium sind, die nicht mehr flüchten können, großartig, sodass wir auch eine Chance haben, die zu sichern. Es ist ernüchternd. Bis jetzt ist zum Glück es immer noch begrenzt auf dieses Gebiet. Uns ist noch keins gemeldet worden, was sich jetzt deutlich weiter wegbewegt hat. Allerdings muss man auch dazu sagen, waren wir gestern Abend noch mal mit der Wärmebildkamera gucken im Dunkeln und haben leider noch mindestens 30, 35 Stück mindestens angetroffen, die noch, so blöd es klingt, aber noch zu fit sind, dass wir sie sichern können. Das heißt, es ist noch lange nicht ausgestanden. Und wir sind aktuell, heute Stand jetzt, bei 34 Kaninchen, die daran jetzt schon verstorben sind. Teilweise als tot gefunden, teilweise auch lebendig noch sichern können und dann halt zur Euthanasie gebracht. Das ist das Einzige, was bleibt. Versuchen hier die Kadaver rauszuziehen, lebendige Tiere rauszuziehen, damit sich nicht weitere Tiere noch infizieren. Hier im Gebiet sind alle durchgeseucht, definitiv. Die werden alle sterben. Aber das Ziel ist es, wie gesagt, es hier in dieser Region zu halten. Wenn wir das schaffen mit unseren paar Mennekes, dann wäre das ein Riesenerfolg. Dann retten wir Hunderten von Kaninchen das Leben, beziehungsweise ersparen ihnen halt diesen wahnsinnig grauenvollen Tod. Jetzt bin ich in dem anderen Gebiet. Da hinten ist der Sportplatz. Es ist halt ein relativ großes Gebiet leider, mit sehr vielen Büschen, Hecken etc. Es ist halt schwer, das zu überblicken, aber hier laufen sehr viele Leute immer mit ihren Hunden. Von daher da nochmal der Aufruf, nehmt euch ein paar Einweghandschuhe mit und eine Mülltüte und sammelt bitte, wenn ihr tote Tiere seht, die Tierkadaver ein und entsorgt sie in der Restmülltonne, dass sich keine weiteren Tiere mehr infizieren können. Und falls ihr ein Lebendiges sehen solltet, welches wirklich blind ist, im desolaten Zustand, dann ruft uns an, dann kommen wir vorbei und versuchen, das Tier zu sichern, um es dann, wie gesagt, zur Euthanasie zu bringen. Hier in der Region sind noch sehr viele Lebende. Jetzt tagsüber sieht man kaum noch eins. Aber wie gesagt, gestern Abend die Wärmebildkamera hat echt noch wahnsinnig viele angezeigt. Und die waren noch relativ fit. Leider, muss man sagen. Wir sind jetzt hier wieder an dem Ort, wo der Schornsteinfegerkauz quasi aus dem Kamin gerettet wurde. Der war jetzt 10 Tage lang bei unserem Wildtierarzt Dr. Plettenberg. Und jetzt heute Abend darf er wieder raus. Er sieht noch ein bisschen nach Schornsteinfeger aus, ist aber deutlich heller als vorher. Und vor allem geht es ihm wieder gut. Er hat sich ordentlich vollgefressen. Er war ja ziemlich abgemagert. Und dementsprechend darf er jetzt wieder raus. Sie haben Brunftzeit, das heißt, es ist ein Mädchen. Sie wird jetzt hoffentlich ihren Partner wieder finden und dann auch hoffentlich Babys bekommen. So, dann gucken wir mal, ob er jetzt auch direkt schon wegfliegt oder ob er erstmal sich noch akklimatisieren muss. Das ist doch die Beine, Digga. Das ist doch so braun, ne? Ja, braun sind die. Braun sind die. Fotos, da waren die heller. Das ist ja unterschiedlich, ne? So Waldkauz. Das ist ein Waldkauz. Heller, es gibt ja auch Schleiereulen zum Beispiel, die sind sehr hell. Ach so. Ja. Siehst du das? Der wird ja vielleicht nicht Wow, der sieht schon auf jeden Fall auch poppiger aus. Ja, ja. 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 Ja.
Also wenn das Display ausgeht, hier einfach nochmal drauf touchen. Mhm. Der wohnt ja hier anscheinend in den großen Räumen. Ja, den haben wir immer gehört, der immer mal Huhu macht, ne? Hier baut ja keiner. Da, wieder zurück da, ne? Hier, wo der wohnt bei uns. Hey. Das ist nicht. Guck mal, oh, das ist er. Oh, ist weg. Ist weg. Perfekt. Das sind immer die schönsten Momente. Ja.